Servus, wir sind auf dem Testserver und das Hütchenspieler-Event ist da. Und der Skin für die Zwillinge. Momentan noch 10,99, ansonsten dann wieder 15,99. Wie lange das Angebot an sich gilt, steht da. 13 Tage, 17 Stunden, also sprich 14 Tage, 2 Wochen. So, fangen wir mal los. Die Belohnungen für das Hütchenspieler-Event. Einmal der Zwillinge-Skin, Estrilda, Rovan, Tidus, Grass, Iron, Solize, Toran, Keltor, Wukong, Zwillinge und Mesov. Dann haben wir wieder die blauen Helden, das Futterhelden, lila Embleme, goldene Embleme, rote Embleme, Essenz fürs Vertreterreich. Dann wären wir mit den Belohnungen eigentlich sogar schon durch. Ihr seht hier steht eine 60, das ist diese komische Währung hier. Und wenn wir eine 10er-Ziehung, sprich 300 Tickets zusammen haben, kriegen wir 10 von dieser Währung. Also das heißt, für den Skin müssten wir 6 10er-Ziehungen machen. Und pro Tag bekommt man über die Dailies 275 Tickets. Also das heißt, man kann pro Tag nicht eine 10er-Ziehung machen. Wenn man sich aber allerdings das ein Europaket dazu anguckt, sind 60 Tickets drin. Das heißt, man hätte dann 335 Tickets. Könnte auf die Zeit gesehen eine 10er-Ziehung mit dazu machen. Vielleicht sogar noch eine zweite. Bei 13 Tagen, na, wird schwer. Nee, eine 10er-Ziehung gratis oder fast gratis, die man sich dann mit dazu kauft. Und zwar generiert man das über die Dailies. Wir haben ja 25, 25, 50, 75 und 100 Tickets. Macht zusammen 275 pro Tag. So, damit wäre es das eigentlich schon. Und heute Abend kommt bei uns das Update auf den Live-Servern zwischen 20 und 22 Uhr Serverwartung. Und ja, also ihr könnt fest damit rechnen, dass für den wandernden Ballon und dieser komischen Prüfung da kommen dann die Videos wahrscheinlich gegen so 23, 24 Uhr. Also das heißt, wenn ihr dann morgen aufsteht oder morgen dann Nachmittag irgendwann spielt, sind dann dafür auf jeden Fall die Guides vorhanden. So, dann würde ich mich verabschieden. Wünsche euch einen schönen Tag und ja, wir hören uns. Bis morgen oder heute Abend dann.